Und nach einer gewissen Zeit wurden diese Fabriken organisiert, weil die Leute mussten existieren. Das war nicht nur dafür, weil die Deutschen das gefordert haben, aber auch dafür, weil Runkowski selber, der älteste der Juden, wollte eine Existenzmöglichkeit schaffen für diese Bevölkerung. Und eine Fabrik hat die Möglichkeit gegeben, irgendwie ein bisschen Suppen zu verteilen, ein bisschen Geld zu verteilen und so weiter.